Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und ja, wie gestern schon geht's heute wieder in den Abgrund und, ach, ich kann den Namen immer noch nicht. Endloser Abgrund. Genau, da steht's nochmal. Ihr seht, es ist der erste Versuch und ja, bisher haben circa, ja, ungefähr so zwischen 90 und 100 Leute haben ungefähr den Versuch jetzt heute schon gemacht. Und es geht eigentlich doch recht einfach los, was mich sehr gewundert hat, weil es ist ja eigentlich doch Schwierigkeitsgrad 5. Das heißt, wir bekommen hier ein bisschen Quetschattacken, hier müssen wir ein bisschen ausweichen. Aber es ist alles eigentlich noch recht einfach und ihr seht auch, wie ich mich sehr, sehr schnell durchfallen lasse. Was eigentlich normalerweise nicht so mein Stil ist, gerade bei der Extreme Challenge. Gut, hier kommen auch schon die Augen, ist natürlich immer ein bisschen eklig und da dachte ich eigentlich auch, mich jetzt schon erwischt, aber ich kam gerade so durch. Hier hat schon den ersten zerquetscht, aber wir schaffen es zur 250 Meter Pause rüber. Gut, hier einmal durch, vorsichtig und durchfallen lassen, wenn wir gerade die Chance dazu haben. Jetzt kommen hier die Quetscher. Einmal mit Ranke, ganz vorsichtig durch, wir nehmen ein paar Looms mit, aber es ist natürlich keine Verpflichtung, gerade hier beim endlosen Abgrund sind Looms wirklich absolut zweitrangige. Wichtig ist nur, dass wir uns auf die optimale Linie hier konzentrieren. Gut, da kommt schon der zweite Quetscher, gehen wir auch wieder durch, zack, und kommen zur 500 Meter Pause. Jetzt zieht es dann nochmal ein bisschen aus. nicht aus, zieht's aus, oh mein Gott. Ja, hier ein bisschen schräg durch. 866 Meter ist heute Morgen jetzt die Goldgrenze. Die schauen wir uns jetzt dann auch direkt an. So, hier einmal durch, der nächste Quetscher von oben, dieses Mal ohne extra Spitzen. So, wir warten, jetzt durch, Pause, jetzt durch. Da ist schon der nächste. Und wenn wir das hier sehen, natürlich wissen wir ganz vorsichtig immer möglichst wenig Zeit auf dem Seil verbringen. Hier weiter durch. Wir sind bei der 750 Meter Pause. Und jetzt weiß ich natürlich schon, okay, gleich kommt die Goldgrenze und die ist natürlich immer ein bisschen tricky. Deswegen mache ich jetzt hier komplett auf Sicherheit und mache es ganz vorsichtig. Gut, hier können wir uns durchfallen lassen. 830. Das ist es auch noch nicht. Vorsichtig durchfallen lassen. Und das hier war wahrscheinlich die Goldgrenze. Klar, wenn man da natürlich nicht sofort gleich wieder den Propeller einsetzt, dann haut es einen voll in die Nadeln drüben. Gut. Hier einmal weiter. Ich gehe schon möglichst weit rüber. Hier drüber ganz knapp, nachdem wir abspringen können, machen wir das auch. Gehen gleich wieder in den Propeller und sind kurz vor der 1000 Meter Marke. Hier nochmal vorsichtig durch, ganz vorsichtig, wir lassen uns alle Zeit der Welt. Gut, bei dem hier sehen wir schon, da kann uns nichts passieren. Hier gehe ich jetzt ein bisschen in die, ja, in Sicherheitsmodus, wollten wir erst noch anschauen, was passiert. Und das ist natürlich mein Niedergang. Okay, wir brauchen uns jetzt nicht die ganze Runde nochmal anschauen. Ich möchte es natürlich nochmal ein bisschen verbessern, deswegen gehe ich hier ein bisschen in Speed Mode. Und wir spulen einfach ein bisschen vor bis zu der Stelle, wo es entsprechend wieder interessant wird. So, hier wieder die erste Stampfer bei der 300 Meter Marke. Dann hier der zweite. Komm, weiter runter. 500, 600 Meter. 700 kennen wir auch. Jetzt hier wieder der zweite. Hier wieder auf Sicherheit gehen. Am Rand entlang. Da abstoßen lassen. So, hier nochmal die Augen. Da war es besonders viele. Und jetzt sollten wir wieder ein bisschen auf langsam machen. Also hier das erste Seil. Wir lassen uns runterfallen. Hier das zweite Seil. Ganz gleich wieder abspringen und sofort den Propeller ansetzen. Hier kommen wieder unsere Winde. Und wenn wir das sehen, kleiner Sprung, großer Sprung und zu später Sprung. Spruch gefällt mir schon. Gut. Hier geht es weiter, 1100 Meter haben wir, machen jetzt wieder auf Sicherheit. Okay, die kommen auch wieder, ganz wenig Zeit drauf verbringen. Hier einmal mit Schlag, zack. So, weiter. Hier wieder unser holländisches Rad.
einmal weiter ganz vorsichtig. Wir lassen uns langsam durchtreiben. Hier auch wieder ganz wenig Zeit. Sofort abspringen, wenn es geht, und sofort der Propeller einsetzen. Dann ist das alles gar kein Ding. Jetzt kommt Wind und ich will mir das Ganze nochmal angucken. Wir haben ja alle Zeit, deswegen schaue ich mir das erstmal ganz genau an, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Und jetzt. Genau. Ah, ging gerade so. Aber es war noch eine recht einfache Möglichkeit. Also da im Vergleich zu dem, was wir gestern an Rädern bekommen haben, ist es natürlich himmelweiter Unterschied. So, hier wieder knapp abspringen, direkt runter. Wir lassen uns weiter langsam runtertreiben. Sind schon bei 1300 Meter, also wird ein schöner Platz heute. Und das Teil ist natürlich mega gemein. Und da muss ich mir noch überlegen, ob ich das irgendwie lösen kann. Aber es ist trotzdem ein schöner Platz, 1354 Meter. Ich muss mal gucken, wie das in meiner Rekordliste ist. Wir haben Rang 5 von 98, also sind Top 5, Top 6%. Ist ein schöner Platz. Schauen wir mal in die Top 10, wie viel wir gebraucht hätten für den nächsten Platz. Und es wären ganze 5 Meter noch gewesen, die uns von Platz 4 getrennt hätten. Werde ich vielleicht nachher nochmal probieren, nachher nochmal eine schöne Aufnahme machen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Wenn es dir gefallen hat, gib einen Like und ich hoffe, es bringt ein bisschen weiter. Bis dann, ciao, ciao.